Hallo vom Flo und was geht ab, liebe Halo-Community? Willkommen zur ersten Ausgabe von Community Interviews. Mein heutiger Gast ist der Kill Leonair. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Wie geht's dir denn so? Hi, mir geht's gut. Dir? Ja, sehr schön. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Erzähl doch für den Anfang mal so ein bisschen was von dir, also was du halt preisgeben möchtest, Name, Alter, Beruf oder was für Spiele du noch spielst. Ja, also ich bin Leo, bin 17 Jahre alt und ja, spiele halt seit so einem Jahr Halo. Okay, das war jetzt. Wie viele andere Spiele spielst du gar nicht? Ja, doch, so ein bisschen Forza, aber hauptsächlich Halo. Oder Battlefield manchmal. Was war denn dein erstes Halo? Halo Reach. Und wann bist du so ungefähr dazugekommen? Ach, wann war das? Im März letzten Jahres, glaube ich. Durch euch übrigens. Achso, durch uns, ja, das ist schön zu hören. Also noch so ein halber Frischling. Hast du auch andere Halo-Spiele noch gespielt, oder? Ja, also Halo 3 nur so ein ganz bisschen. Und jetzt halt Halo 4. Aber seitdem spiele ich einfach nicht mehr viel. Ja, wenn dann nur noch Schmiede. Okay, ja, das sagt dir schon mal einiges. Also kannst du praktisch nicht viel drüber sagen, was jetzt so dein Lieblings-Halo ist, oder? Ja, nicht besonders, ne. Ja, was war denn dein erster Kontakt mit der Halo-Community, also jetzt in Deutschland? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich hatte über den Tylo was bei Max gesehen. Ich glaub, so war das. Und dann bin ich irgendwie auf euch gekommen. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Okay, und hast du auch irgendwie eine bestimmte Rolle? Also bist du, keine Ahnung, Clan-Leader oder wie du jetzt vorhin schon angesprochen hast, ein Schmiede-Profi? Hauptsächlich Schmiede. Also im Clan habe ich noch gar nicht gespielt. Erzähl doch mal, wieso gerade Schmiede, also was begeistert dich daran? Ja, ich probiere gerade was so competitive-mäßig zu bauen. Naja, aber wir haben halt noch nicht so viel getestet, aber es wird schon. Vielleicht habe ich ja in nächster Zeit wieder mehr Lust, da weiterzumachen. Mal gucken. Was sind denn die Reize am Basteln? Basteln. Ja, also einfach hauptsächlich, dass in Halo 4 halt die Maps ziemlich schlecht sind. Und man dann halt was bauen kann. Du hast ja auch schon ein, zwei Maps selber gebaut, ne? Wir sehen auch hier gerade eine im Hintergrund. Ja. Ja, erzähl doch mal so ein bisschen was jetzt über deine letzte fertige Map. Ja, keine Ahnung, ist halt so größtenteils an Lockout inspiriert, ein bisschen an Guardian, aber halt symmetrisch. Ja, halt hauptsächlich für Oddball. Hast du auch schon ein paar Feedbacks bekommen oder eher weniger? Ja, doch, ich habe schon relativ viel Feedback bekommen, ist eigentlich relativ gut angekommen. Okay. Bist du denn eigentlich gerne irgendwie so Mitglied der Community oder fühlst du dich wohl in der? Ja, eigentlich schon. Also die Leute, die ich kenne, sind alle korrekt. Okay, und gibt's auch Sachen, die dich an dir stören? Also ich denke mal schon. So kann jetzt allgemein sein oder spezielle Kommentatoren oder so. Ja, also wirklich persönlich stören tut mich jetzt niemand, aber es war halt, die Stimmung war manchmal halt nicht so gut. Aber es geht ja mittlerweile wieder. Alles klar. Was sagst du so dazu, dass die Community so ziemlich gesplittet ist? Also irgendwie so die GGC-Tylo-Ecke und dann gibt es noch so die German Halo Nation Psycho-Ecke und so ein paar kleinere. Ja, ist natürlich nicht schön, besonders wenn die Community so klein ist. Aber das wird sich schon noch ändern, hoffe ich mal. Ja, bist du auch irgendwie in internationalen Communities tätig? Also keine Ahnung, der Halo Forum oder so? Nö, gar nicht momentan. Also muss ich natürlich machen, wenn ich die Map fertig habe, aber noch nicht. Dann kommen wir mal zu ein bisschen, ja, was anderem. Was ist denn deiner Meinung nach das beste deutschsprachige Team jetzt gerade so zur Zeit und warum? Oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, kennst du nicht so aus in der Szene, ja? Ich kenne mich nicht so besonders aus, ne. Weil ich halt auch selber noch nie im Team gespielt habe. Aber wenn du jetzt dich entscheiden müsstest, sag irgendwas. Dann nehme ich mal euch, ne? Gut, dass wir auch nicht mehr spielen, aber egal. Ja, das stimmt auch wieder. Ein Halo 3, ne? Ja, Halo 3, ja. Okay, und international, da kennst du ja dann noch ein paar Teams, oder? Was ist da so dein Favorit? Oh je, ich weiß gar nicht, wie hat sich das in letzter Zeit noch geändert, die Teams? Ja, ist sicher, aber ist ja egal, nimm man einfach. Ja, also beim letzten Turnier fand ich halt das Team hier mit Snipedown und so weiter am besten. Ich weiß nicht, wer war da sonst noch alles drin? Und Formel, glaube ich. Und das Team von Ninja, was gewonnen hat. Ja, Ninja-Fan, der ist eigentlich irgendwie da. Okay, was ist denn so die aktuell beste oder schönste Montage für dich in Deutschland? In Deutschland? Ja, eure hier GOD-Montage finde ich ziemlich gut. Halo 3. Danke. Und Reach hier halt, die Community-Montage ist ganz cool. Also hier auf, ich weiß nicht mehr, wie heißt die noch genau? United? Ja, genau. Die finde ich ziemlich,
ziemlich cool, zum Teil. Nicht alle Parts, aber zum größten Teil. Das geht echt gut. Okay, dann mal wieder so mehr direkt zu Halo. Was ist denn so deine Meinung jetzt bis Halo 4? Du hast ja vorhin schon angedeutet, dass es nicht so der Brüller ist. Nee, das ist auf jeden Fall nicht. Aber hier durch diese Änderung da, das mit dem Instant Respawn und so weiter, macht schon einiges aus. Ist jetzt auf jeden Fall in der neuen Playlist weitaus besser als vorher. Okay, was glaubst du so, wird's für spätere Titel, also werden die sich wieder mehr an ihren Wurzeln orientieren oder denkst du 343 bleibt da mit ihrem Infinity-Weg und so? Ja, also ich denke mal, die dürften jetzt kapiert haben, anhand der Spielerzahlen, dass das nicht so gut ist, was die momentan machen. Und dann hoffe ich mal, dass die das wieder besser machen. Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch, weil jetzt auch mit der Einstellung von Bravo hat sich ja dann doch wieder einiges halt geändert, auch zum klassischen mehr. Und hoffen wir mal, dass sie das endlich mal einsehen und die nächsten Halos wieder ein bisschen besser werden. Ja, hoffen wir es. Jetzt mit dem Map Pack könnte das ja auch noch ein bisschen besser werden. Die sehen ja eigentlich ganz cool aus. Könnte sein. Was hältst du denn so von Team Sniper? Hast du schon gespielt? Ey, noch gar nicht. Also die neue Version nicht, nur die alte. Und irgendwie andere aktuelle Listen, also Doubles oder hier Throwdown? Ja, Throwdown habe ich gespielt, ist eigentlich ziemlich geil. Das ist wieder mehr Richtung altes Halo. Also gefällt mir auf jeden Fall gut und Doubles ist eigentlich auch echt gut. Obwohl ich es noch nicht so viel gespielt habe als beides. Okay, jetzt kam ja auch kürzlich das Title-Update, das ich glaube vor 2 Tagen oder so erst. Wie sind deine Einstellungen so da dazu? Also das ist ja dann doch relativ sparsam ausgefallen. Ja, das Bolter-Ding ist auf jeden Fall wichtig. Okay, das war auch so ziemlich das Einzige. Und das mit dem Instant Respawn. Dass man das einstellen kann jetzt, oder? Ja, das ist so richtig, ja. Okay, dann ja, wir haben jetzt schon so kurz vorm Ende. Hast du denn irgendwie auch einen eigenen Channel oder vielleicht sogar eine Website oder so? Nee, momentan gar nichts. Dann bist du bereit für die schnelle Nummer? Also du musst einfach nur mit Ja oder Nein antworten oder kriegst halt irgendwie 2 Auswahlmöglichkeiten, von denen du eins nehmen darfst. Ja, alles klar, hau rein. Also Mc's oder Burger King? Ja, Mc's. Sibo oder Genex? Also ich finde Musics Video über Genex besser. Nein, über... Okay. Emma Watson oder Emma Stone? Was? Emma Watson oder Emma Stone? Oder Emma May, aber egal. Gegnerischen Flaggenträger. Gut, jetzt haben wir es, glaube ich. Emma Watson war ich schon, Hermine von Harry Potter. Ja, stimmt. Egal, gehen wir zum nächsten. Hip-Hop oder Metal? Hip-Hop. Pistole oder Neighbor? Pistole. Amazon oder eBay? Amazon, amazing. PlayStation oder Xbox? Ja, ich wäre blöd, wenn ich jetzt Xbox sagen würde. Ach, PlayStation sagen würde. Ey, also jetzt auch an euch da, bitte kein Flame War starten, das soll einfach nur so ein Fun sein. Und zum Abschluss noch Call of Duty oder Battlefield? Battlefield. Okay, ja, willst du noch jemanden grüßen, irgendwie, keine Ahnung, eine Suchanfrage starten, ob du auf der Suche nach einem Clan bist oder so? Ja, keine Ahnung, ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr mal die Map spielen wollt. Und schöne Grüße an den Dennis, also Engine, weil der mir so geholfen hat dabei. Alles klar, dann vielen Dank für deine Teilnahme. Ja, bitte. Und kein Problem. Dann wär's das. Tja, Leute, das war die erste Ausgabe unserer neuen Rubrik Community Interviews. Lasst mir noch gerne Anregungen und Feedback da, was ich besser machen könnte, was euch gefallen hat und ob es euch überhaupt interessiert, diese Kategorie. Das Ziel dieser Videos wäre es, vor allem halt euch mehr in die Community zu integrieren und euch auch eine Möglichkeit zu bieten, den anderen Spielern vorzustellen. Und das Ziel dabei ist es, dass hoffentlich die Gemeinschaft stärker zusammenwächst, weil dann kennt sich jeder so ein bisschen besser. Vielleicht trifft man neue Leute, die irgendwie recht sympathisch rüberkommen. Und halt auch Neulingen, wenn sie sich bewerben und Interviewter, gibt's das Wort? Keine Ahnung. Werden halt schneller ihren Platz eben in unserer Community zu finden. Es hat, wie gesagt, wirklich jeder eine Chance, Kandidat zu werden. Aber das Ganze müssen wir so ein bisschen ordnen. Also wir wollen nicht irgendwie das auslosen oder so, sondern es gibt so ein kleines Quiz. Und zwar die Was-wäre-wenn-Frage. Ihr müsst einfach eine kreative Antwort auf die Frage des jeweils letzten Interviews in die Kommentare posten. Und eben derjenige mit der lustigsten oder einfallsreichsten oder wie auch immer, wird halt dann zum nächsten interviewt. Es wird, denke ich, auch 1-2 Special Guests mal geben.
bei denen die Videos halt dann eben ein bisschen länger oder komplexer auch ausfallen. Aber mit den anderen Leuten, also ich sag mal mit den normalen Leuten in Anführungsstrichen, möchte ich das Ganze jetzt so um die 10 Minuten halten, also nicht zu lange und halt auch nicht zu kurz. Und auch ganz wichtig, schreibt gerne neue Fragen, was euch interessieren würde, unten in die Kommentare und Vorschläge auch für die schnelle Nummer, wenn ihr die überhaupt haben wollt. Und ja, dann nochmal ein Dankeschön an dich, Leo, für die Beispielausgabe jetzt unserer neuen Rubrik. Und die erste Frage lautet, was wäre, wenn die Welt ein Würfel wäre? Einfach unten in die Kommentare rein, bewertet nicht vergessen und in diesem Sinne, tschaußen hier bei Nausen. Schützen Sie den Flaggenträger. Flaggenverteidigung. Gegnerische Flagge am Boden. Gegnerische Flagge aufgenommen. Ihre Flagge wurde gestohlen. Sie haben die Flagge. Gegnerische Flagge am Boden. Flaggenturnier. Schützen Sie die Flagge. Doppelter Abschuss. Kopfgeld. Flaggenabschuss. Schützen Sie die Flagge. Flagge erobert.